Wir sind hier am Rintal-Oberländischen Bubenschwingen in Graps. Am Samstag, am 18. Mai. Wir haben sonniges Wetter, ein bisschen bewölkt, aber es ist alles bestens hergerichtet. Ein wunderbarer Platz mit 6 Segmelringen. Hier hat es Jungschwinger in 4 Kategorien. Die erste Kategorie oder die älteste ist Jahrgang 2009 und 2010. Das sind die 14- bis 15-Jährigen. Dann haben wir Jahrgang 2011 und 2012, die 12- bis 13-Jährigen. Und dann haben wir die nächste Jahrgang 2013 und 2014, 10-11-Jährige. Und dann die kleinsten. Es ist einmal herzig zum Zuschauen, wie die rumpurzeln miteinander. Das sind dann die 8- und 9-Jährigen, Jahrgang 2015, 2016. Also 4 Kategorien wird hier geschwungen. Und da haben wir natürlich zwei Grabser Berge, die wir heute im Tag besonders verfolgen. Das ist im ältesten Jahrgang 2009 und 2010 der Eckenberger Johannes vom Grabserberg und der Gassenzer Daniel, wo wir schon in der Vorschau mal gezeigt haben. Schwinger sind hier vom Kanton Fribourg. Das ist ein Partnerverein vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband von La Gruyère. Und die sind mit einer ganzen Horde mit über 30 Jungschwingern hierher gekommen. Im Ganzen hat es über 300 Jungschwinger oder Buben, die hier schwingen. Dann haben wir Schwinger aus dem Kanton Appenzell, Schwinger vom Kanton Glarus, Graubünden natürlich noch. Die sind alle da, eben über 300. Und bei den St. Galler sind Schwingclub Flawil, Schwingclub Wattwil, Schwingclub Rapperswil und Umgebung, Schwingclub Mittelrintal, wo unsere beiden Grabser Berge dabei sind, Schwingclub Mels, Schwingclub St. Gallen-Umgebung und Schwingclub Wiel. Das sind die Clubs, die da sind. Und wenn ihr rundherum schaut, haben alle ihre Zelte oder ihre Partyhütten aufgestellt, wo sie drunter hocken und sich vorbereiten auf ihre Kämpfe, die sie dann antreten. Schon bald geht es los mit unseren zwei, die wir heute eben ein bisschen viel zeigen. Der Eckenberger Johannes und der Gassenzer Daniel. Die beiden haben ja ganz eine erfolgreiche Saison schon bis jetzt. Der Gassenzer hat bereits 2 Kantonal Nachwuchsschwingfest gewinnen, das Bündner Kantonal Schwingfest. Dort hat er gerade mit 60 Punkten, also 6 Zähne, gewinnen. Und dann hat er letzte Woche am St. Galler Kantonal in Mörschwil ebenfalls gewinnen. Er hat auch 6 gewonnene Gänge gehabt. Also die beiden sind super gestartet, vor allem der Daniel, aber auch der Eckenberger Johannes. Er hat am Bündner kantonalen Nachwuchsschwingfest den 4. Rang rausgeschwungen und hat den Zweig natürlich auch bekommen. Und im St. Galler kantonalen hat er den 5. Rang rausgeschwungen. Auch hier sehr erfolgreich mit dem Zweig den ausgezeichnet worden. Also die haben einen tollen Saisonstart gehabt. Und es ist natürlich noch zu sagen, dieses Jahr findet ja den zeitgenössischen Nachwuchsschwingfest statt in Wallis, in Sion. Und das Ziel wäre natürlich, dass sich die beiden vielleicht könnten qualifizieren für den Wettkampf vom Nordostschweizerischen Schwingerverband als Vertreter in Sion. Das wäre natürlich eine super Sache. Aber jetzt wollen wir zuerst schauen, wie es denn heute den beiden läuft. Mit den 6 Gängen, die sie hier bestreiten müssen. Und sie haben schon recht starke Gegner bekommen. Mehr, wenn sie denn dran sind. Jetzt kommt der Eckenberger Johannes auf dem Platz 2. Er tritt eben an gegen der Pariser Samuel, Friburger Gast. Die haben übrigens hier in Graps übernachtet, im Ringkeller. Und sie versuchen jetzt hier als Gäste natürlich möglichst gut abzuschneiden. Und er kommt gerade einen starken Gegner rüber von uns hier, vom Schwingclub Mittelrintal, vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband, der Eckenberger Johannes. Wenn wir schauen, sie haben sie mitgegriffen und mal schauen, wer zuerst eine Attacke probiert. Beide lassen den Griff fahren. Schön den Nacken, den Kopf. Jetzt probiert es Deck. Und ein Plattwurf. Ein herrlicher Übersprung vom Johannes. Der hat nicht lange leiden müssen. Der Pariser Samuel. Und hat natürlich jetzt eine 8-5. Und der Eckenberger Johannes startet sensationell ins Fest. Das ist bereits ein erstes 10, das er gemacht hat. Bravo, Johannes. Und gerade der zweite Grabserberger, der Daniel, der so erfolgreich in dieser Saison gestartet ist mit 2 Siegen.
Er kommt mit dem Judy Salis über. Das ist ein guter Jungschwinger von der Glarner. Er kommt von Matt. Und Gassenzer greift sofort an, so kennt man ihn. Er lässt jetzt, aber kommt der Konter vom Judy Salis. Ja, da geht es schon richtig zur Sache. Probieren es mit Höken. Aber ist noch keiner zum Stand ausgekommen. Und so damit. Jetzt Brienzer probiert. Ist nichts. Und jetzt müssen sie frisch zusammengreifen in der Platzmitte. Folgende Schwinger auf Platz 5. Übrigens, da sehen wir jetzt auch wieder den Unterschied zwischen Turner und Zehnerschwinger. Turnerschwinger haben alle weiße Tönnies an, Leibli und Hose. Zehnerschwinger haben braune, dunkle Hose und meistens ein Sennenhemd. Der Gassenzer Daniel hat hier ein helles Sennenhemd. Tragen hier beide. Nein, Daniel trägt sicher einen Ohrschutz. Das gehört bei ihm zur Ausrüstung, um eben die Ohren zu schützen vor Verkrüppelungen, die wir vor allem bei älteren Schwingern etwa mal gesehen haben, die schon lange, viele Jahre schwingen ohne Kopfschutz. Auch sturmässig ist der Saale sicher ein bisschen im Vorteil. Aber wir kennen den Daniel als zähen, eher untersetzten Schwinger. Aber er macht es mit der Technik und macht es mit seiner, mit seinen Schwingen, die er hat. Und jetzt greift der Daniel wieder an. Judy kann heben. Wieder der Daniel. Judy hebt den Stand. Und so müssen sie wieder in die Mitte, weil sie am Platz rang sind. Da wird sofort abgerufen, damit es keinen Unfall gibt, neben draus im Gräs, wo es eben dann manchmal schon noch schwierige Situationen gibt, die gefährlich sind. Darum tut der Kampfrichter sofort abrufen, wenn sie rankommen. Jetzt und das alles. Er hat den jetzt am Boden. Was macht er mit dem? Daniel versucht rauszugehen, der Salis lässt los. So müssen sie wieder in die Mitte. Wird frisch gegriffen, bis der Kampfrichter gut zeigt und dann kann gezogen werden. Jetzt ist es gut gekommen. Wer ist der Nächste, der zücht? Jetzt züchtet Daniel wieder, aber der Judy. Oh, jetzt hat er ihn fast gehabt. Jetzt hätte er ihm gerade noch vor können. Ein schöner Zug von Daniel. Also nahem Resultat war, aber hat jetzt nicht ganz gelangt. Weil er kommt noch mal etwas. Er zücht schon wieder. Das alles kontert. Jetzt kommt der. Pass auf, pass auf. Daniel, pass auf. Ja, ist gut gegangen. Er hat können loslassen. Und so wird nochmal frisch gegriffen. Jetzt zieht der Salis wieder. Der Glarner und der Konter vom Daniel. Oh, jetzt pass auf. Du musst raus. Jawohl, gut gegangen. Ja, ist recht ein ausgleichender Kampf da zwischen den beiden. Noch kein zum gültigen Resultat können werfen, aber es wird etwas gemacht. Da gibt es sicher eine 9. Sind beide sehr aktiv. Und jetzt haben sie gestellt. Das alles und Daniel. Ja, wäre schön gewesen, wenn er auch gewinnen könnte wie der Johannes. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn wir schauen, wie die nächsten Gänge ausgehen.
Wir kommen jetzt zum zweiten Gang vom Eckenberger Johannes. Er hat den ersten Gang ja platt gewinnen im ersten Zug. Er hat jetzt als Gegner einen Appenzeller von Geiss, den Höhener Philipp. Er ist ein Jahr jünger als der Johannes. Also nach Papierform müsste der Johannes die Oberhand können haben. Wenn wir schauen, wie es läuft, Kampfrichter bittet beide Schwinger in die Mitte und jetzt ist es gut gekommen. Was macht der Johannes? Er geht schon in eine Flanke rein und kann ihn am Boden. Nein, er mag nach raus. Ah, da kommt er nicht mehr raus. Der Gang ist bereits gelaufen im ersten Zug, allerdings nicht mit dem 10. Da gibt es sicher 9-7-5, aber zwei Kreuzli für den Eckenberger Johannes. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Pech. Jetzt auf beiden Plätzen sind beide Grabser Berger dran. Der Hans-Jürg Vorburger ist jetzt dran beim Kasenzer Daniel. Auf dem anderen Platz, Hanni Maug, schwingt der Johannes Eckenberger. Der Kasenzer Daniel hat den Moser Semi, einen Bündner von Mutten. Er ist ein Jahr jünger als der Dani, als der Daniel. Und jetzt greift er schon an. Mal schauen, was da geht. Er ist körperlich zwar grösser als der Daniel, aber der Semi ist ein Jahr jünger. Auf dem anderen Platz ist der Johannes dran mit dem Brander Rudi. Er ist auch ein St. Galler vom Schwingclub Flowil von Nassen. Der Brander Rudi ist gleich alt wie der Eckenberger Johannes. Jetzt wollen wir schauen. Dort wird die Sache beim Kasenzer. Beide Seiten, er geht im inneren Haken. Was passiert? Jetzt lässt es wieder los. Wir werden noch durchsagen, auch sicherheitstechnisch. Jetzt wird greift der Bündner an, aber verwünscht ihn nicht. Jetzt ist neben dem Platz, wird frisch gegriffen. Jetzt gehen wir rüber zum Johannes. Der Johannes ist auch noch dran. Der Gang ist gleich alt oder gleich lang schon dran wie beim Daniel. Jetzt muss ich mit einem Auge links schauen und mit dem anderen rechts. Ist nicht so einfach. Jetzt ist der Johannes aber dran und kann über drücken, aber der lässt er nicht mehr laufen. Und jetzt? Was passiert dort? Daniel? Er ist in einer ungemütlichen Situation. Der Johannes konnte gewinnen, 9,75. Es war keine 10, kein Blattwurf. Und jetzt konnte Daniel auch einen Boden gewinnen. Ebenfalls 9,75 mit überdrücken. Ja, der andere ist doch, obwohl er ja jünger, ist er aber körperlich grösser gewesen und er hätte jetzt können den Boden überdrücken. Also beide 9,75. Das sieht jetzt so aus. Eckenberger Johannes hat jetzt 3 gewonnene Gänge. Und Daniel hat 2 gewonnen und einen gestellten. Sind also beide vorne an der Spitze nach 3 Gängen. Die können jetzt in die Mittagspause. Nur die kleinsten Jahrgänge machen noch am 4. Gang am Vormittag. Und die einen können jetzt im Mittag und machen dann den 4. Gang am Nachmittag machen. Jetzt habe ich hier 2 starke Personen links und rechts von mir, die schauen so zufrieden rein. Sie haben zwar beide die Sonnenbrillen an, aber ich habe die Gesichter gesehen und sie strahlen. Peter, du bist der OK-Präsident. Wie sieht dein Fazit aus? Wir haben jetzt Mittag, die Hälfte ist vorbei. Was kannst du erzählen von morgen, wie das abgelaufen ist? Ja, wir sind gut gestartet. Das Wetter spielt mit. Ich würde sagen, ideale Bedingungen hier für das Schwingfest. Mir hat gefallen, hier die Buben im Einsatz zu sehen. Sie machen da, sind voll dabei. Das freut uns. Es hat einen Haufen Leute. Ich würde sagen, es hat Schwinger hier, Eltern und Betreuer, aber auch sonst Leute vom Dorf, also, wie wir es uns vorgestellt haben. Wunderbar. Also, wenn ich höre, rühmt alles die Kulissen. Die Buben haben noch nie in einer so Kulisse können schwingen.
Das muss ja für die Buben auch ein Erlebnis sein, wenn man in so einer Arena spielen kann. Aber die Arenen aufbauen, hat auch noch Zeit gebraucht. Ja, es war schon noch intensiv. Wir sind jetzt eine Art seit dem Mittwochabend sind wir alle dran hier. Wir haben die Platz gemacht, haben das Festzelt vorbereitet und da die Bestuhlung aussen herum gemacht. Sind bis jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind alle schon 15 bis 20 Skiklüppler im Einsatz gewesen. Aber wir haben es hergebracht und sind froh. Ich habe ja gesehen, dass die Skiklüppler hier rächeln. Die haben zwar relativ viel Pause gemacht, wie ich gesehen habe, aber dann haben sie halt wieder eine Wurst gegessen zwischendrin. Aber jetzt richten sie den Platz wieder richten für den Nachmittag. Schauen wir noch ein bisschen Fürschi. Rechts von mir ist Erika. Die Erika ist ja Mädchen für alles, wie wir schon in der Vorschau mal gesagt haben. Erika, was erwartet uns noch im Laufe des Nachmittags? Abend. Und dann schauen wir vielleicht auch noch ein bisschen nach dem Abend, was dann noch weitergeht. Ja, jetzt wird sicher dann das erste Mal spannend heute Nachmittag, wer den Schlussgang wird erreichen. Und die Schlussgänge sind dann am 4. in diesen vier verschiedenen Kategorien. Und nachher, nach dem Schlussgang ist dann so ca. Viertel vor 5 in 5 ist das Rangverlesen. Ja, wo wir dann den Schwinger ihre Preise übergeben mit unseren Sponsoren zusammen. Was gibt es denn so für Preise? Normalerweise kommen sie ja mal nur Zweig über. Ist da noch etwas? Kannst du etwas verraten? Ja, wir haben, also der Schwingverband hat hier ganz schöne so kleine Margelköpfenart gemacht, die ja, ein bisschen an Grabs erinnern sollen. Und die Toppreise halt von den Schwinger, das sind auch schöne Wannuhren, ja, wo eine Weisskühe-Verein und ja, in Zusammenarbeit mit den Lippuner gemacht hat. Wow, das klingt ja ganz gut. Am Abend geht es ja noch weiter. Nein, noch schnell zu den Schwinger, hast du noch erwähnt. Wegen dem Schwingen muss ich dich noch schnell, Peter, fragen. Die Grabser Berger, schlönt sich gut bis jetzt? Ganz gut, würde ich sagen. Der Dani hat im ersten gestellt und noch zwei gewonnen. Und der Johannes hat alle drei Gänge bis jetzt gewonnen. Die sind hier vorne dabei. Ich hoffe, es geht so weiter. Wenn es noch einen Schlussgang gibt zwischen den zwei Grabser Berger? Das wäre natürlich das Highlight, aber das ist natürlich schwierig. Ich hoffe einfach, dass es für sie gut weiterläuft. Und gesund bleiben. Wie sieht es mit den Verletzungen aus? Wir haben jetzt gerade noch einen Bubli gesehen. Ein kleiner noch da liegen, mit Samariter sind ja im Einsatz. Was kannst du dazu noch sagen? Ja, wir hatten am Morgen eine Armverletzung. Der Bub ist jetzt mit den Eltern im Spital röntgen. Dort weiss ich noch nicht, was genau ist. Also nichts wahnsinnig Schlimmes, aber es war eine Verletzung. Und jetzt hier vorher war noch mal etwas, wo ich jetzt noch nicht weiss, was es war. Es sind Samariter im Einsatz und der Platzarzt ist hier unser Grabser Dr. Felder, wo der ganze Tag vor Ort ist. Sehr schön, also auch für die Sicherheit ist gesorgt. Wir hoffen natürlich, dass es unfallfrei weitergeht. Jetzt hast du aber noch nichts verraten. Im Abend, da läuft ja auch noch etwas da unten. Ja, wir haben direkt nach dem Rangverlesen spielt das Ländler Trio Augenschmaus zum Tanz auf und wir hoffen, dass es dann auch noch ein Fest gibt, um diesen ja, Bubenschwingen ein bisschen ausklingen zu lassen. Die Augenschmaus sind ja vor allem für die Frauen, habe ich gehört. Und ich habe gemeint, es seien da noch weibliche Personen dabei, aber du hast mich korrigiert. Ja, es sind nur drei Männer. Hast es du engagiert? Ja. Also halb gedacht. Gut, dann freuen wir uns auf einen tollen Nachmittag. Einen weiteren Verlauf, möglichst unfallfrei, auf den Nachmittag. Und dann hoffen wir, es gebe würdige Rangverkündigung mit tollen Siegern. Wir freuen uns auf den weiteren Verlauf. Danke euch vielmals und noch alles Gute, auch wieder beim Aufräumen nachher. Ja. Danke. Vierter Gang nach der Pause, Schlag auf Schlag. Wir haben gemeint, der Johannes kommt zuerst, aber auch letztens der Daniel ist zuerst gekommen. Hier gegen den Livio Gartmann. Der Ernst und ich hatten wieder gewisse Kommunikationsprobleme. Ja, das haben sie eine Pause in sich, oder? Dass man nachher wieder ein kleines bisschen zusammenfinden muss. Auch die beiden müssen zusammenfinden, haben hier nachgegriffen. Und dann bin ich gespannt gewesen, was passiert ist. Und was da genau passiert ist, was da für ein Zug ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sichere Szene. Daniel gegen den Livio Gartmann. Da ist der Eckenberger Johannes, er tut mit dem Schwarz Julian. Der Eckenberger Johannes hat zwei gewonnen
3 gewonnene Gänge und er ist im zweiten Rang klassiert. Und der schwarze Julian ist ebenfalls im zweiten Rang klassiert, beide mit 29,50 Punkten. Und da entscheidet sich natürlich auch, wer da gegen den Schlussgang kommt. Jetzt ist der schwarze Julian im Zeichen gewesen. Er kommt aus Ganterschwil. Flawil ist gleich alt wie der Johannes. Ja, Portionmäßig ebenbürtig. Der eine ein bisschen grösser, der Johannes vielleicht ein bisschen schwerer. Mal schauen, was da läuft. Und auf Platz 2 der Abderhalle Gym, Gerlis Magnus. Jetzt zieht der Johannes. Aber der andere Schwarz Julian hebt natürlich gegen, wenn er kann. Der Julian, wie ich schon am Vormittag gesagt habe, mit dem Ohrenschutz. Wie übrigens auch der Gassenzer Daniel. Beide tun so ihre Ohren schützen vor Verletzungen oder vor Verkrüppelungen. Auf Platz 4 antreten, Kamenisch Mirko, Kornberg und Florian. Hirschwinger auf Platz 4. Ja, jetzt zücht wieder der Schwarz. Oh, jetzt war ein schöner Konter von Johannes. Jetzt versucht er am Boden. Ja, muss loslassen. Kampfrichter hat Halt gerufen, weil es ein Platzrand ist. Und so wird nochmal frisch gegriffen. Hirschwinger auf Platz 6 antreten. Ist wieder gut gekommen vom Kamut. Julian zücht sofort. Kann ihn in die Seitenlage bringen. Das war ein Kurzzug. Das ist seine Stärke vom Julian. Mal schauen, wer hier mehr Fuß hat. Kampfrichter wird wieder gut. Julian zücht wieder. Kurz, bringt ihn in die Zeit. Jetzt muss er aber selber schauen, dass er nicht drunter kommt. Ja, mag die Oberhand heben. Ah, er muss wieder loslassen. Der andere wehrt sich natürlich auch gut. Sind ja nicht umsonst beide im zweiten Rang mit 3 gewonnenen Gängen. Wieder züchten, Julian. Jetzt hat er ihn wieder auf der Seite. Lange zu möchte jetzt. Er hebt ihn fest. Im Griff. Kommt er ihn nochmal raus. Ah, jetzt ist er schon in einer guten Situation. Das sollte er heben können. Ah, kommt er wieder raus. Jetzt. Nein. Wieder. Gefährliche Seite. Ja, kommt ein Furt. Kommt ein Furt. Muss loslassen. Ah, da war eine Chance. Umgestellt. Jetzt haben sie gestellt. So, damit kann ich beide ein bisschen hindern. Es war ein intensiver Gang. Ich nehme an, dass da wohl. Mal sicher für den Johannes. Eine 9 gibt. Ist nicht ganz zufrieden. Daniel, sein Clubkollege und fast Nachbar im Grabserberg, geht ihn trösten. Oder spricht den Mut zu für den nächsten Gang. Ja, ich würde sagen, noch ist nichts verloren, aber schade gewesen, die Chance hätte man können packen. Spannende Ausgangslage im fünften Gang. Beide Grabserberger könnten noch den Schlussgang erreichen. Der Eckenberger Johannes schwingt gegen den Erstplatzierten mit 39 Punkten. Der Graf Marco von Reh-Dobel, Appenzell. Und der Gassenzer Daniel muss nachher gegen den Pfarrer David von Stein, St. Gallen, antreten. Wenn sie gewinnen, könnte es möglich sein, dass beide den Schlussgang hier am Buben schwingen in Grabs machen. Wir schauen jetzt hier zuerst dem Eckenberger Johannes zu. Er, der jetzt den Graf Marco hat, der Graf Marco hat einen halben Punkt Vorsprung auf den Johannes. Von der Postur her kann man sagen, der Eckenberger Johannes eher ein bisschen wuchtiger. Hingegen der Graf Marco ist dafür wieder ein bisschen grösser.
wenn wir schauen, wer hier den Sieg davontragen kann. Der, der hier gewinnt, ist fast sicher im Schlussgang. Schauen wir mal. Jetzt durch den Graf mit dem Kurz. Deckenberger hebt den Kopf und sie lassen los. Die Spannung ist natürlich gross. Auch die Eltern von beiden Schwingern vom Gabserberg sind da. Fiebern mit. Und der Johannes muss es jetzt selber richten. Jetzt hat er versucht, die Flanken jetzt zu kommen. Und so mit einem Hochschwung ins Segmel. Aber der ist nicht gelungen. Der Graf Marco hat sich toll auswinden. Wieder wird gefasst. Kampfrichter schauen, dass alles richtig stimmt. Und dann gibt es. Gut, jetzt ist gekommen. Der Fahrer zücht, der Graf zücht wieder. Der Appenzeller zücht wieder. Der Johannes hat versucht, mit dem Bein einzusenken. Graf Marco hat gut können ausweichen. Jetzt wird wieder frisch gegriffen. Wissen beide, ein Sieg heisst fast sicher Schlussgangqualifikation. Aber muss ein Sieg her. Jetzt züchten Johannes. Er bringt den ab Boden, zücht wieder, aber jetzt kommt er selber mit dem Haken unteren. Kann sich aber gut ausdrehen, sodass wieder frisch muss gegriffen werden. Jetzt kommt wieder ein Angriff. Der versandet. Und so muss wieder frisch gegriffen werden. Ja, muss schon noch etwas gehen, von beiden Seiten. Wenn man hier ein Resultat erreichen will. Jetzt. Jetzt versucht er es mit dem Züchter wieder kurz. Ja, der pariert wunderbar, der macht er sehr gut. Der Graf, jetzt versucht er es mit dem inneren Haken. Der Johannes hat mögen ausweichen. Sind übrigens beide gleich alt, Jahrgang 209, also 15. Jetzt zieht der Johannes. Er kurzt, und der andere hängt ein. Jetzt ist nicht gut. Wohl, er mag raus. Ist am Fuhr gekommen. Er ist ein bisschen lang, hat lange Beine. Er kann seinen Spezialschwung kann er nicht recht anbringen, der Johannes. Er muss ihn natürlich, jetzt probiert er es wieder mit. Ja, versandet. Kopfgriff, jetzt geht er hinten. Ah. Ja, also ich würde sagen, da hat Graf Marco hat ebenso viel vom Kampf wie der Johannes. Der Kampfrichter schaut bereits auf die Uhr. Gibt es noch mal einen Zug? Ja, gibt noch mal gut. Umgestellt. Das heisst für beide nicht im Schlussgang. Ja, kommt jetzt noch darauf an, was die anderen machen, aber sehr wahrscheinlich. Das lange nicht. Der Gassenzer Daphil hat den Fahrer David, den Toggenburger von Stein. Fahrer David war schon mehr als einmal schon im Schlussgang. Er ist auch Jahrgang 09, also gleich alt wie der Daniel. Und da muss ein Sieger gehen. Es ist ein Angriff von Daniel. Wenn wir so die Posturen anschauen, der Daniel ist mit den meisten Schwingern ein bisschen kleiner, aber er ist sehr gewährig und technisch sehr gut. Jetzt zücht er wieder. Er lässt nicht los. Jetzt ist ein Boden, was gibt es da? Ah, sie lassen los, sie lassen laufen.
Jetzt, Züchter wieder. Daniel, komm. Jetzt züchten. David wieder. Horo. Beides, also St. Galler. Toggenburger und Mittelrintal. Wird wieder frisch gefasst. Daniel versucht es mit dem Bein. Der David kontert, jetzt ist aber neben dem Platz. Da ruft der Kampfrichter sofort Halt. Verletzungsgefahr ist zu gross, wenn man einen Rand raus geht, zu schwingen. Und da sind sie jetzt schon eine Weile dran. Nehmen sich natürlich beide wieder zum Rennen aus, wenn sie stellen würden. Jetzt, oh, jetzt hat er aber Schwein gehabt. Daniel geht wieder mal gefurt. Auf einen Angriff vom Fahrer, David. Ja, die schenken sich auch nichts. Jeder weiß natürlich, dass er muss gewinnen. Jetzt versucht er einen inneren Haken. Er muss abstellen. Wann war es jetzt? Ja. Hoffen wir, es gibt ein Resultat. Auf Platz 4 antreten, Schäfer Andreas, Tanner, Leander. Für Grabser wäre es natürlich schön, wenn jetzt Daniel hier könnte. Wir schwingen auf Platz 4. Den Sieg machen, dann hat er grosse Chance, hier um den Tagessieg zu kämpfen, im Jahrgang 209, 210. 14- und 15-Jährige. Ja, das ist noch nicht viel. Noch keine brenzlige Situation, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Jetzt muss etwas kommen. Nochmal. Geht nicht mehr so lange. Sie drücken alle wieder einen Platzrand raus, dann müssen sie wieder abstellen und müssen wieder frisch fassen. Jetzt nimmt er ihn auf, versucht ihn im Hochschuh. Jetzt kommt er ihn nicht. Ja, ist der gut gewesen? Gibt er nicht. Nein. Jetzt ist dafür der Daniel in einer dummen Situation. Jetzt haben sie gestellt. Schade. Schade. Ja. Bin gespannt, ob da noch eine 9 gibt. Und dann ist interessant, was denn die weiteren Leute in den Spitzenring machen. Wenn es dort einen Sieger gibt, dann natürlich die im Schlussgang. Wir lassen uns mal überraschen, was da noch weiter läuft in dem Jahrgang. Und dann wissen wir dann etwa, wer da den Schlussgang macht. Ja, unsere beiden Grabser Berger bestreiten jetzt gerade den 6. Gang. Es liegt noch vieles dahin. Sie haben gute Kämpfe gezeigt. Aber könnte sein, dass gleich eine leichte Enttäuschung da ist, dass beide den Schlussgang nicht erreicht haben. Sie hätten im 5. Gang die Chance gehabt. Aber weil sie beide gestellt haben im 5. Gang gegen starke Gegner, haben sie jetzt eben den Schlussgang nicht erreicht. Aber sie haben immer noch Chancen auf den Spitzenrang. Wir sehen jetzt hier zuerst Daniel Gasenzer. Er kommt zu tun über mit dem Kloppat Fadri von Bonaduz, ein Bündner. Der Vater vom Kloppat Fadri. Fadri war selber ein guter Schwinger und hat hier das Grab so schon mehr als seinen Gang gemacht am Verbandsschwingfest. Jetzt schauen wir aber, was der Daniel hier herbringt mit dem Fadri. Er ist ein Jahr jünger, der Fadri. Der Fadri zieht zuerst. Der Dani ist in der defensive Haltung, jetzt zücht aber der Daniel und er wirft Platz zum Resultat. Eine Blankszene, super Abschluss. Gratulation, Daniel. Gut gekämpft. Jetzt betreten die beiden Gegner den Kampf im Jahrgang 209-210. Da hat man Witter vom Eienfeld, Bündner. Er ist gleich alt wie der Johannes. Und Johannes greift gerade sofort an, weil es versucht mit einem Kurz.
Jetzt nimmt er einen Hochschwung. Und jetzt versucht er einen ins Segmeli zu bitten. Eben das klingt. Nein, noch nicht im ersten Wurf. Er muss noch mal nachfassen. Er will jetzt natürlich vielleicht auch noch eine 10 machen, damit er möglichst weit vorn platziert ist. Er hat wieder Daniel 3 gewonnene und 2 gestellte nach 5 Gängen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn er noch ein 40 Kreuzchen anhängen könnte. Jetzt greifen noch mal zusammen. Jetzt tüchtet Johannes wieder. Ja, da kann er nichts machen. Sie geht wieder raus zum Platz. Jetzt greifen sie wieder. Johannes lange hinten, will ihn aufnehmen. Ja, steht eben gut her, der andere. Sperrt ihn. Schickl Gabserberg hat Glück gehabt mit dem Wetter, mit der Infrastruktur vom St. Galler Kantonalen Schwing. Jetzt zücht er wieder, Johannes. Er kann nicht lehren. Er bringt ihn nicht, kann ihn nicht lehren. Und das wird dann eng. Jetzt versucht er wieder aufzunehmen. Jetzt mit dem. Jawohl. Aber hätte ihn jetzt erst. Ja, das ist nur 9,75. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, 10 gesucht. Aber er hat sich gut gewehrt, der andere. Also auch der Johannes hat 4 gewonnene Gänge und 2 gestellte. Ein super Wettkampf. Beide haben sicher den Zweig. Vielleicht eine leichte Enttäuschung, vielleicht auch mehr bei mir als Grabser. Hätte jetzt natürlich gerne einen im Schlussgang gesehen, aber sind wir einfach stolz auf die beiden. Mit 4 gewonnenen und 2 gestellten sind sicher vorne klassiert in der Rangliste. Herzliche Gratulation den beiden Grabserberger. Wir kommen jetzt zum Schlussgang von der kleinsten Kategorie, Jahrgang 2015-2016, zwischen dem Abderhalden Jim und dem Runco Moreno. Abderhalden Jim hat den berühmten Vater, der Urs, selber ein Eidgenoss. Er kommt aus Stein. Und der Runco Moreno ist ein Bündner von Valendas. Der Jim ist ein Jahr jünger, Jahrgang 16, und der Moreno ist Jahrgang 15. Wie die Grossen gehen sie natürlich zuerst am Brunnen. Und jetzt kommen sie hier in die Nähe vom Platz. Der Kampfrichter ist bereit. Wollen wir schauen, wie es so ausgeht. Ito für das Fernsehen. Das ist jetzt drin, gell? Mit dem helleren. Dem helleren Hemd ist der Jim Abderhalden und der Moreno hat dunkles Hemd. Runker. Sie machen den Schlussgang im Jahrgang 2015, 2016. Mal schauen, wer da oben aus mag. Kampfrichter gibt's gut. Und schon geht's los. Und schon geht's los. Und schon geht's los. Ja, da ist eine ungemütliche Lage. Ungemütliche Lage. Für den Moreno. Was macht der Jim? Was macht. Vater, jetzt! Wunderbar! Sieg geht in Stockenburg. Stolzer Vater hockt gerade vor mir. Der Urs. Und der Moreno hat leider verloren. Und schon wird er hochgekommen als Sieger vom Rintaler. Bubenschwinger hier in Grabs. Abderhalden Jim.
Und bereits kommen die Nächsten, Jahrgang 2013-2014, auf dem gleichen Platz zwischen dem Matzenauer Niklaus Appenzell und dem Beli Mauro von Flims. Graubünden. Der Kampfrichter gibt wieder das Gut. Andreas! Matzenauer ist der im Hellenhemd. Der Niklaus und der Mauro Beli. Der Bündner hat das Hellenhemd. Beide sind 13 Jahrgang 13. Also 11-jährig. Und oi, 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 ein wunderbarer Hüfter gsi. Aua, mag raus. Mauro hat sich wieder toll können retten, dem Gang. Ja, es sind doch körperliche Unterschiede. Mauro ist grösser. Niklaus untersetzt, aber er hat den ersten Schwung bereits können ansetzen. Und wieder ein wunderbarer Hüfter, ein hoher Hüfter gewesen. Und jetzt mag er einen Kippen. Jetzt ist Bodenarbe gefragt. Wenn er einen Arm verwünscht, könnte er ihn vielleicht übertreiben. Ja, hat ihn. Ja, jetzt wechselt er den Griff. Jetzt muss der Kampfrichter Platz rufen. Ja, ist wieder rausgekommen. Sie werden müssen neu greifen. Aber der Kleiner hat bis jetzt den Kampf diktiert. Der Niklaus Matzenauer, Appenzeller. Ein paar Stur Pass zum Appenzeller. Und der Flimser, Beli Mauro. Wer zücht das Nächste? Es ist wieder ein Bodenhüfter. Ja, den könnte man fast geben. Nein, der Kampfrichter hat abgewunken am Kampfrichtertisch, wird neu gegriffen. Aber bis jetzt hat nur der Niklaus Matzenauer gezogen. Dreimal näher am Sieg gewesen. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt wird wieder gezogen. Jetzt ist es abwartend. Er kommt, probiert es wieder mit dem Hüfter. Starke Waffe. Und wieder das Gut vom Kampfrichter. Mauro hat noch nicht viel können zeigen. Jetzt kommt und wieder ein Zügel. Jetzt mag er ihn geben. Kommt er wieder? Nein, hat den Darm noch. Er hat den Darm immer noch. Aber der ist zäh in der Abwehr. Der Beli Mauro Bündner aus Flims. Ja, jetzt glaube ich, ist vorbei. Jetzt müssen sie wieder. Ja, probiert es nochmal, der Niklaus Matzenauer. Jetzt lässt er los, wird nochmal gegriffen. Schön in die Mitte vom Platz. Und jetzt wird dann wieder gezogen. Vom Mauer haben wir noch nicht viel gesehen. Das war bis jetzt mehr in der Abwehr. Appenzellerli, Niklaus, oder Kleus, wie sie mal gesagt haben, Matzenauer,
hat mehr vom Kampfbesitz. Jetzt sind sie am Kampfplatzrand, wird wieder neu gegriffen. Da hat es natürlich Väter und Clubkollegen, die die einen oder anderen. Und wieder ein Hüfter. Jetzt aber ist es klar. Wunderbarer Hüfter. Zeni. Ja, das hat er aber gut gemacht. Matzenauer Niklaus, Sieger im Jahrgang 2013-14 am Rintal-Oberländischen Bubenschwinger hier in Graps. Gratulation ins Appenzell. Die Enttäuschung natürlich groß bei dem, der verloren hat. Ja, da ist ein Arzt gesehen, dass ihm da nicht passt. Und jetzt wird natürlich auch er in die Höhe gekommen. Für die Leute, die Zuschauer klatschen. Matzenauer Niklaus aus Appenzell. Ja, ich muss sagen, der Gang hat er verdient gewonnen. Er hat Mal für Mal seinen Hüfter angebracht. Und das vierte oder das fünfte Mal ist ihm dann gelungen, seinen Gegner, den Beli Mauro, auf den Rücken zu bringen. Wir kommen bereits zum nächsten Schlussgang. Jahrgang 2011, 2012. Kennst du einen von denen beiden? Kennst du einen von denen beiden? Ja, dunkel ist der Nino. Der Nino Streuli ist der dunkel. Jetzt hat man es gerade gesagt. Der Nino Streuli hat das Dunkelhemd und das Hellhemd hat der Zahner Maurus. Streuli Nico kommt von Unterecke. Er schwingt im Schwingclub St. Gallen. Der Zahner Maurus kommt von Kalbrunn, Schwingclub Rapperswil. Beide sind Jahrgang 11. Der Streuli Nino hat 5 gewonnene Gänge, 49,75 Punkte. Der Zahner Maurus hat einen gestellten, 4 gewonnen, hat 48,50 Punkte. Also der Maurus muss den Gang gewinnen. Streuli Nino Zücht, geht den Boden mit ihm. Oder Streuli Nino hat einen Vater, der selber geschwungen hat. Kranzschwinger war sicher. Körper anschauen, Streuli Nino sicher wuchtiger. Vater war schon ein wuchtiger Schwinger. Zahner Maurus ähnlich untersetzter, was aber nichts soll heissen, was der Kampfverlauf angeht. Da jetzt also ein reiner St. Galler Schlussgang, da in der Unterecke, Schwingclub St. Gallen. Und Zahner Maurus von Kalbrunn. Schwingclub Rapperswil, jetzt ist ein Konter gekommen vom Maurus. Jetzt versucht er einen Boden zu übertragen. Sehen, wenn er das Bein versucht. Jetzt haben sie den Griff laufen lassen. Dann hat der Kampfrichter Halt gerufen, sie müssen neu greifen. Gute Arbeit vom Kampfrichter, dass er das nicht weitermachen lässt, weil beide keinen Griff mehr haben. Das ist gut vom Kampfrichter. Der Streuli Zücht. Der andere versucht es mit dem Haken. Oi, 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 wer fliegt? Wer fliegt? Oi, oi, oi. Jetzt ist der Nino oben drauf. Da hätte ich gerade auf beide Seiten gehen können. Der wuchtige Schwinger hat den Schwung besser ausnutzen können. Und jetzt ist der Maurus in einer. Nicht so, wohl hätte er rausnehmen können. Es lassen beide los. Wird neu gegriffen. Ja, die Buben haben jetzt gleich auch
6 Gänge gemacht. In 13, 12. Da geht natürlich auch ein bisschen Substanz, Kondition. Mal schauen, wer da mehr Pfuß hat. Ja, wird wieder gegriffen. Ja, beide ziehen. Jetzt ein Kopfgriff vom Nino. Der Maurus kontert mit dem Haken. Neben dem Platz, frisch greifen. Erfreulich viele Zuschauer hier rund um die Segmelring. Wunderbare Arena, gutes Wetter gehabt. Schönes Schwingfestli gsi. Aber ist ja noch nicht fertig. Jetzt zieht der Maurer wieder. Kopfgriff. Oh, jetzt. Plattwurf vom Nino Streuli. Sieg auf Unterecke. Schwingclub St. Gallen. Flüerer, Zahner Maurus. Schwingclub Rapperswil und Umgebung. Aus Kalbrunn. Ja, der hat 6 gewonnene Gänge. Der Nino. Was heisst Punktzahl von 59-25. Tolles Notenblatt. Die Enttäuschung ist natürlich auch hier gross. Haben beide versucht. Nino war der Stärker. Er freut sich. Zu Recht. Unsinnig. Clubkameraden tragen den auf den Buckel, sodass er sich dem Publikum zeigen kann. Und wenn es Fotografen hat, dann den Fotografen. Bereits kommen wir zum letzten Schlussgang. Jahrgang 209-210. Die beiden Schwinger sind beide 15. Der Judy Salis ist ein Glarner, kommt aus Matt. Er hat ein Grabser Berger können mit dem Gestellten zurückbinden. Und der schwarze Julian hätte den anderen Grabser Berger können mit dem Gestellten zurückbinden. Sodass jetzt eben die beiden mit je einem Gestellten und 4 gewonnenen Gängen hier den Schlussgang machen. Der schwarze Julian kommt vom Schwingclub Flawil. Er wohnt in Ganterswil. Da kann man es gut unterscheiden. Der Salis. Oh, oh, oh. Der Salis Turnerschwinger mit einem herrlichen Schwung hat er hier den schwarzen Julian können. Ich sag mal bitte, verdienter Sieger mit 5 gewonnenen und einem gestellten. Der Judy Salis nimmt den Sieg mit ins Glarnerland. Herzliche Gratulation. Wunderbar, auch er wird von Kameraden auf dem Buckel, den Zuschauer zeigen. Schöner Schlussgang war. Oh, die Grabser Berger gratulieren dem Salis, Daniel und offenbar sind das gute Kollegen und Johannes gratulieren dem Glarner zu dem Sieg. Das ist schön unter den Schwinger. Kameradschaft. Die spielt er da bei den Jungen schon. Super. Ich stand da zwischen zwei wackeren Schwinger. Die einheimischen Grabser Berger, die wir in der Vorschau schon ein bisschen porträtiert haben. Und die haben beide einen tollen Wettkampf gezeigt. Beide haben 4 gewonnen und 2 gestellte. Frage, Daniel, wer ist jetzt vorne dran? Hat einer ein Viertel mehr als der andere? Weißt du das schon? Nein, ich weiss es noch nicht ganz, eben, was man gemacht hat und was man bekommen hat, genau. Und da sieht man am Schluss dann, ja. Julian, weisst es du? Johannes, aber ja. Nein, Johannes, die haben schon mal Julian gesagt. Ja, ich glaube, er ist noch ein Viertel vorne, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, was mir jetzt schön gedacht haben? Jetzt hat da in eurem Jahrgang der, der ja, jetzt weiss ich nicht mehr dir oder dir, den Schlussgang vergänkelt hat, auch im ersten Gang. Ja, ihr, Daniel, habt ihr selber auf den Buckel genommen, gratuliert, das ist Schwingen. Ja. Das dünkt mich schön. Ja, so bist du wirklich. Das ist Schwingen und eben,
mit den allen Huren gut und man kann eben nachher auch zusammenhocken und noch eins trinken oder so und muss nicht ja, wieder ein Jahr lang krachen. Und das ist eben im Schwingen schön. Man mag es einander gönnen, aber gleich wenn man im Kampf ist, geht man drauf und denkt, ja, muss gibt's Best und eben das ist schön im Schwingen. Das ist ja das, was mich fasziniert im Schwingen, dass man eben die Kameradschaft auch pflegt. Im Segmel nimmt man den anderen Grind, aber nachher kann man noch eins trinken oder nimmt sogar auf den Buckel, wenn der andere gewonnen hat. Das finde ich super. Hast du irgendeine Blessüre oder etwas, Johannes? Nicht gerade mit Büssen, vielleicht mal ein Kratzer irgendwo, aber jetzt nicht gerade. Was ist das nächste Schwingfest, das du noch machst? Der Montag ist eben ein Kappel. Schwingfest, Dockerberg. Findest du Montag? Mhm. Und dann gehen wir wieder? Ja. Und da ist etwas gleich Schwingfest, wie wir hier jetzt in den Buben schwingen? Ja, genau. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch an dem Schwingfest alles Gute und im weiteren Saison noch toi toi toi. Wäre schön, wenn wir euch alle wieder vorne in der Rangliste finden. Den Zweig habt ihr aber sicher heute, oder? Ja. Also Zweig. Der Zweig. Auszeichnung. Auszeichnung. Was ist der Unterschied? Ah, das ist kein Kantonalschwingfest. Ja. Das ist eine danke Auszeichnung, ja. Danke noch. Habe ja. Ich wieder etwas gelernt. Dann wünsche ich euch alles Gute. Macht es weiterhin gut. Toi toi toi. Danke vielmals. Jetzt habe ich zwei ganz wichtige Leute von mir. Das sind die, die den ganzen Tag durch die Schwingerei geführt haben. Das eine ist Melanie und das andere ist Wendy. Die kennen alle noch mehr vom Schwingen her. Wie fühlst du dich so nach einem strengen Tag, den wir hatten? Wir haben die Paarungen abgelesen, dass die Schwinger wissen, auf welchen Platz es gehen muss. Und auf die allgemeinen Informationen durchgeben, dass ja, das alle ein bisschen zurecht wissen. Ihr habt das so super gemacht, muss ich also sagen. Hast du das erste Mal gemacht oder schon mal? Nein, zum dritten Mal. Ja, das hat man merkt schon ein bisschen Routine. Neben dir hast du natürlich einen alten Fuchs gehabt. Der Wendy Gantner, ein Schwinger, den man gerne gesehen hat hier vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Er war schon noch Präsident mal vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Und dass er immer noch so Funktionen ausübt, ist nicht selbstverständlich. Wendy, toll, wenn das macht. Wie fühlst du dich als Nichtschwinger, wenn du hier so zuschauen musst? Oder nicht mehr Schwinger, wenn du hier so zuschaust? Ja, das ist ja schön zum Zuschauen, wenn man selber nicht mehr muss. Ja, ich bin froh, muss ich nicht mehr. Hast du sonst mit den Schwingern selber noch etwas zu tun? Buben oder Aktive, gehst du nicht mehr in den Schwingkeller schauen? Ja, mehr ein Schwingfest in den Schwingkeller bin ich schon nicht mehr so oft. Aber wenn sie bei mir trainieren, dann bin ich natürlich immer rum, den Sommer. Das ist ja toll bei solchen, die mal ehemalige Schwinger waren. Und ihr seid miteinander ein tolles Team. Ich bin eben da zugehockt. Wenn ich wieder etwas nicht gewusst auf welchem Platz, habe ich euch fragen. Super. Danke euch vielmals für die Arbeit, die ihr dort gemacht habt. Für das Publikum wertvoll gewesen. Danke vielmals auch. Melanie, alles Gute. Danke gleichfalls. David Zimmermann, du als Präsident vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Ihr seid eine Art Veranstalter. Nicht der Organisator von dem Fest, aber der Veranstalter. Ihr habt das den Grabser übergeben, um es zu machen. Was zeugst du für ein Resümee? Jetzt über, du warst alle in den Sitzungen noch gewesen und jetzt über den ganzen Tag? Ja, wenn ich ja gesagt habe, ich arbeite ja tagsüber hauptsächlich in der Einteilung und im Rechnungsbüro. Ich komme nicht allzu viel mit über, was draußen abläuft. Was ich aber gesehen habe, also für mich natürlich sehr eindrücklich. Bestens organisiert Schwingfest vom Skiclub Grabser Berg. Ich glaube, die haben das tadellos gemacht. Das ist ja etwas Neues für sie. Aber super überhaupt. Also besser geht es fast nicht. Speziell finde ich natürlich auch die Arena hier. Ich glaube auch für die Jungen sehr speziell. Ja. Und super Erfahrung natürlich. Wenn ich einmal nicht gerade am Schnorren war, bin ich einmal um den Platz herumgelaufen. Aber ich muss schon sagen, in der Nacht überall nur gesagt, wie das jetzt eine schöne Anlage sei. Glück haben wir jetzt mit dem Wetter gehabt. Und jetzt in einer Woche hast ja du schon wieder eine Funktion am St. Galler Kantonalen Schwingfest. Du bist ja noch im Vorstand vom St. Galler Kantonalen Schwingfest. Was sind jetzt deine Aufgaben noch, die du hast? Auch dort bist du ja noch im OK. Was muss da noch gehen? Hast du da noch etwas gesehen, wo man jetzt noch Gas geben muss? Oder kann man das gerade so laufen lassen? Ehrlich gesagt, mir ist da eigentlich nichts aufgefallen. Also ich glaube, ich werde da keine schlaflose Nacht haben die nächste Woche. Das Grabser OK ist bereit. Und ich wünsche jetzt Ihnen einfach gutes Festwetter. Dann denke ich, werden wir noch ein super schönes Fest dürfen erleben miteinander.
Also Sturm fallen tut natürlich so fest mit dem Wetter. Und da haben wir jetzt Schwein schon die ganze Woche beim Bau, bei ein paar Mal schauen. Und jetzt heute mit dem Anlass. Jetzt muss ich vom Sportlichen noch etwas sagen. Wir haben ja so ein bisschen die Grabser Berger. Ein bisschen meint, jemand ein könnte in den Schlussgang. Sie haben es beide vergagnet, sie haben zwar gesagt, sie seien zufrieden, sie haben auch gut geschwungen, haben zwei gestellte, vier gewonnene beide und haben sicher die Auszeichnung gemacht. Hast du ein bisschen Verständnis, dass wir als Grabser jetzt einen von denen gerne im Schlussgang hätten? Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen. Im Detail habe ich die Rangliste oder die Statistik noch nicht studiert, aber ja, sie haben natürlich auch harte Gegner gehabt und halt gestellt. Aber ich glaube, sie dürfen doch sicher zufrieden sein mit den Resultaten, die sie erreicht haben. Das sind so, sie haben mir selber gesagt, ich habe ein Schlussinterview gemacht mit ihnen, haben selber gesagt, wir sind gesund, wir gehen mit sechs, so sei schwingen. Der Trainer hat ein grösseres Problem gehabt als der Schwinger selber. Ist das auch schon so gegangen, zu Melsum? Nein, aber wenn ich dich kennen, Ernst, dann kann ich das gut nachvollziehen. Danke dir vielmals, David. Ihr habt das toll gemacht. Du bist ein sehr umsichtiger Präsident im Rintal-Oberländischen Schwingerverband und eben auch noch Vertreter im St. Galler Kantonale. Die müssen ja dann auch noch etwas tun, also die vom Verband können nicht einfach noch kommen und ein bisschen festen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir treffen uns am Samstagmittag dann, also den ganzen Vorstand, alle 9 Kollegen. Wir werden hier Platzbesichtigungen haben, die Abschlusssitzung mit dem OK. Es wird noch ein gemeinsames Essen geben dann zum Abend. Und am Sonntag hat hier eigentlich jeder auch sein Schöppchen dann. Ja. Festen tun wir dann am Sonntagabend, ja. Da habe ich es mit dir. Hoffentlich kann ich dann auch wieder dabei sein bei dem kleinen Schlusshock. Dann wünsche ich dir alles Gute und macht es noch toll bis auf das St. Galler Kantonal. Wir freuen uns. Vielen Dank, Ernst. Wir freuen uns natürlich auch ganz fest. Ja. Bis in einer Woche. Ein tolles Fest, das Buben schwingen. In einer Woche geht es dem Kantonalen weiter. Und die drei, die sind dann oben ganz sicher nicht allein.